Eine, die sich momentan die größten Hoffnungen machen darf, ist Boxweltmeisterin Daisy Lang. Sie ist hübsch, charmant und vor allem topfit. Daisy Lang, Profiboxerin und Actionfilmfrau. In diversen Streifen hat sie die Männer schon reihenweise umgehauen. Und nun will sie sogar Topspion 007 zur Gespielin. Die großen Stars zum Beispiel, wie Mariah Carey, wie Whitney Houston, wie Zeta Jones, sind schon abgelenkt. Ich noch nicht. Karate-Star Jean-Claude Van Damme jedenfalls brauchte nur einen Termin mit der gebürtigen Bulgarin, um zu erkennen, dass die 29-Jährige die perfekte Besetzung für seinen Streifen The Monk sein würde. Ich habe von ihm auch viel gelernt, weil ja, ich war richtig nett überrascht, dass er sehr viel Ahnung von Kampfsport hat, von Kunst. Und ich habe schon ihn geprüft, er kann sehr, hat sehr gute Technik. Wir haben schon in der Pause ein bisschen gekämpft. Und ja, es war richtig ein großer Spaß für mich. Blutiger Ernst dagegen, und das im wahren Sinne des Wortes, war die Verteidigung ihres Weltmeistertitels im Junior-Bantam-Gewicht vor mehreren Wochen. Da musste die Blondine heftig einstecken. Daisy zog sich ihre erste schwere Gesichtsverletzung zu. Sie holte zwar den Sieg, die Vorbereitungen auf den nächsten Kampf im Januar allerdings werden erst einmal warten müssen. Ich habe mich mehr verletzt im Privatleben. Wenn ich nicht konzentriert bin, wenn ich bügele, wenn ich koche, kann man lachen. Aber ich habe mich mehr verletzt als bei diesen Sportarten. Unzählige Kickboxen, Karate- und Taekwondo-Kämpfe haben bisher keine Narben hinterlassen. Und nun muss der Schönheitschirurg ran. Das sonst so geliebte und vor allem ausgiebige Shopping gerät deshalb zum Ablenkungsmanöver. Die harte Lady hat weiche Knie. Der Mediziner muss ganze Arbeit leisten, damit Daisy nicht für immer entstellt bleibt. Doch die Frau mit den zwei Gesichtern kann aufatmen und sie weiß inzwischen, Boxen ist nicht alles. Hier sieht sehr anders aus. Ist nicht wunderschön? Ja, ich mag schwimmen, im Sommer mag ich sehr gerne surfen, ich mag Motorradfahren. Jetzt natürlich nicht so viel, weil ich Sportlerin bin und das große Gefahr ist. Ich mag ihn mit Naturkontakt zu haben, in den Park zu gehen, in die Berge zu gehen. Ich liebe das gerne. Na, und wer weiß, womöglich schlägt die Wahl Düsseldorferin und gelernte Physiotherapeutin bald nicht mehr nur die Boxkonkurrenz aus dem Ring. Vielleicht lächelt sie uns sogar bald als Bond-Girl von den Titelblättern an.